frühere Weltfußballer George Weah wird neuer Präsident der Westafrikanischen Republik Liberia. Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt setzte sich der 51-Jährige mit 61,5% der Stimmen durch. Liberia gehört zu den ärmsten Ländern der Welt und hat erst 2003 einen 14 Jahre langen Bürgerkrieg überwunden. Der Staat erholt sich zudem nur langsam von der Ebola-Epidemie, an deren Folgen 4000 Liberianer starben. Weah setzte sich gegen den bisherigen Vizepräsidenten Joseph Boakai durch, der den Behörden zufolge auf 38,5% kam. In 11 der 15 Bezirke wurden laut Wahlkommission alle Stimmen ausgezählt, in 4 Bezirken zu 90%. Am Freitag soll das endgültige Ergebnis verkündet werden.